Hallo und herzlich willkommen auf eurem YouTube-Kanal der C3 Kramm Car Concepts GmbH. Mein Name ist Oliver und heute zeigen wir euch das neueste Update von Tesla. Aktuell fahren wir hier im Juli 2019 am 4.7. mit der Version 9.0 2019.20.2.1. Und jetzt installieren wir mit dem Weckersymbol das Update. Das Update wurde schon heruntergeladen, ist jetzt auf dem Fahrzeug. Und mit dem Button jetzt installieren startet das Update in 2 Minuten. Und dann melden wir uns gleich wieder. So, jetzt ist das Update durchgelaufen. Gucken wir mal, welche Version aufgespielt worden ist. Das ist die Version 9.0. In der Version 2019.20.4.2. Und was hat sich jetzt mit dem Update geändert? Wir klicken auf Versionshinweise und dann bekommen wir die Infos. So, da schauen wir mal, was sich geändert hat. Also zum einen wurde der App-Launcher erweitert. Er erhält nun den Button Spielzeugkiste sowie Arcade zum Starten von Spielen. Jetzt ist hier halt erstmal die Frage, was ist überhaupt der App-Launcher? Der App-Launcher ist dieser Button hier unten und wenn ich den drücke, dann gibt es jetzt nun die Buttons Spielzeugkiste und Arcade. Tesla. Da müsst ihr, glaube ich, nochmal nachbessern. Das Wort Spielzeugkiste kann man nicht komplett lesen, aber okay. Dann wurde der Hundemodus verbessert. Das heißt, dass jetzt alle 30 Minuten eine Push-Meldung aufs Handy kommt, wenn der Batterieladestand unter 20% ist. In dieser Zeit bleibt dann die Klimaanlage und der Bildschirm vorübergehend eingeschaltet. Wichtig aber ein Hinweis, also wir raten grundsätzlich davon ab, Tiere bei hohen Temperaturen im Auto zu lassen, auch wenn der Tesla das anbietet und die Klimaanlage im Stand laufen kann. Auch direkte Sonneneinstrahlung kann dann gefährlich werden, deshalb Tiere bitte niemals bei hohen Außentemperaturen im Auto lassen. Eine weitere Funktion, die hinzugekommen ist, ist jetzt die akustische Verriegelungsbetätigung bzw. Bestätigung und unter Bedienung im Menü Bedienung gibt es nun den Punkt akustische Verriegelungsbestätigung. Das zeigen wir euch dann gleich mal von außen, wie sich das anhört. Diese Bestätigung wird nur ausgegeben, wenn das Fahrzeug ordnungsgemäß verriegelt ist, wenn noch eine Tür offen ist oder das Softclose die Tür nicht richtig angezogen hat, dann gibt es diese Bestätigung nicht. So, zum Schluss zeigen wir euch nochmal, wie das Bestätigungssignal sich anhört, wenn man das Fahrzeug verriegelt. Hallo Nils im Hintergrund. So, einmal gedreht. Also wir betätigen den Schlüssel und das Fahrzeug hupt. Das war's schon. So, und dann noch ein paar kleine Infos, die man so immer gar nicht ja dann bekommt. Wir haben auch noch als Information, dass in dem Update kleine Verbesserungen und Korrekturen vorgenommen worden sind. Darüber informieren wir euch dann in einem anderen Video. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. In den nächsten Videos zeigen wir euch die Verbesserungen des Autopiloten. Was hat sich geändert? Was hat sich im Display am Fahrzeug geändert? Auch dort wurden Optimierungen vorgenommen, dass der Bildschirm besser ausgenutzt werden kann. Das zeigen wir euch in den nächsten Videos. Wir senden euch elektrische Grüße aus Isenbüttel. Wir sagen Tschüss und bis bald.